Hey Amigos, ich bin's wieder, Rodax, und willkommen hier zurück zu Tropico 5. Wir sind hier in unserer wunderschönen karibischen Stadt mit dem wunderschönen Dschungel und diesen Steinen da im Hintergrund. Und ja, ich nehme hier wieder Tropico 5 auf, freue mich auf die Aufnahme und ich gucke jetzt mal, wie weit wir waren, denn ich habe keinen Plan, was ich letzte Aufnahme alles gemacht habe. Ja, so, und da sind wir auch wieder zurück. Wir sollen hier die Nahrungszufriedenheit um 15 Punkte steigern. Wir sollen neue Bungalows bauen und ein neues Hotel bauen. Daran werde ich mich halt dann in dieser Aufnahme mal kümmern oder in dieser Folge mal gucken. Ich drücke jetzt mal wieder hier auf Play, damit auch die Zeit ein bisschen voranschreitet. Jetzt gucke ich gleich mal, dass die Nahrungszufriedenheit ein bisschen weiter nach oben geht. So, hier ist unser Almanach. So, Zufriedenheit, Nahrung. Nahrungsvielfalt 5 haben wir. Wir haben hier kleine Laden, Plantagen. Also wir haben Schweine, Ziegen, Rinder. Irgendwas fehlt doch. Wir hatten doch 4 Farmtypen, oder? Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, was das war. Ziegenrinder, Lamas könnten wir noch bauen. Ich glaube, das Lamafleisch, also die Lamas, die produzieren hauptsächlich Wolle, oder? Ja, genau, die produzieren ja kein Fleisch. Gut, dann wundert es mich nicht, weil Wolle kann man selten essen. Und wenn doch, dann ist nicht meistens, schmeckt meistens nicht so geil. So, was brauchen wir dann hier um die Verbesserung? Hier braucht 25% weniger Rohstoffe. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Kann mir das jemand sagen, lieber Vergangenheits-Rotax? Die Effizienz von Tavernen in der Nähe steigen. Naja, in der Nähe. Das lassen wir lieber mal. Und Gebäude außerhalb des Stromnetzes. Ich erinnere mich wieder, ich muss ja ein Stromnetz bauen. Und ich glaube, es mit der Nahrungsvielfalt, also minus 1 von 15 Punkten, naja. So, was kostet denn so ein Kraftwerk? Das ist doch sicher bei Wirtschaft. Nee. Alter, wo kann das nochmal sein? Umweltunterhaltung? Nee, Wohnen, Industrie. Bin so schlecht, dieses Kraftwerk. 11.500 kostet das. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber ich hätte mal gesagt, ich baue jetzt mal was für die Bürger, denn die wollen hier ja Nahrungsvielfalt haben. Die bekommen jetzt mal so einen kleinen Laden. Kleiner Laden, wo bist du? Oh, ich habe kein Geld. Was ist da los für eine Völkerwanderung? Ay caramba! Ay caramba, lieber Adolfo Diaz. Wieso heißt der Adolfo Diaz? Aber ja. Der heißt ja hier wie unser Leiter der Insel, nenne ich ihn mal. Unser Leiter, wo ist er denn? Das ist eine Mörderwelle, Präsidente. Und sie kommt genau auf uns zu. Ach du Scheiße. Der Tsunami trifft jeden Moment auf unsere Küste. Es ist vermutlich suspekt, es zu erwähnen. Aber wir sollten vermeiden, Gebäude in seinem Einfallsbereich zu errichten. Hoffentlich kommen wir glimpflich und mit nur ein paar überschwemmten Gebäuden davon. Oh, Benultimo, warum? Warum ein Tsunami? Alter, 3 Minuten in der Aufnahme und ein Tsunami. Wunderschöne Animation einer Welle. Dem Schiff ist das nicht ganz egal. Wir leben noch, Präsidente! Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese riesige Flutwelle überstehen würden. Was? Die internationale Gemeinschaft hat uns als Katastrophenhilfe 18 Dollar in die Staatskasse überwiesen. 18 Dollar? Oh, hier ist nichts kaputt geworden. Vielleicht deswegen. Und ich gucke jetzt ganz kurz mal, weil der Penultimo war wieder gerade etwas leise. Vielleicht drehe ich hier die Musik ein bisschen... Ne, die Musik lasse ich mal. Aber die Sprache mal ein bisschen lauter auf, damit wir unseren Herrn Benultimo ein bisschen verstehen, duen. So, und es schüttet wie aus. Ja. Wunderschönes Wetter hier auf Tropico. Das erinnert mich, wenn ich das so in die Ferne schaue, das erinnert mich einfach an eine karibische Insel. An ein Inselparadies. Vom Feinsten. So, da haben wir Verbesserungen, das können wir sich alles nicht leisten. Alter, ich brauche unbedingt mehr Industrie. Unbedingt mehr Industrie. Ich hab minus 23.000. Ja. Manager. Wir haben keine Manager, okay. Verstärkten Rumpf und jede Hafenanlage hat zusätzliches Handelsschiff, das habe ich noch nicht. Aber ich hoffe, jetzt bekommen wir wieder ein bisschen Geld rein. Das wäre ganz nice. Alter, minus 30.000, oh nö. Minus 18.000. Minus 12.000, komm schon, ein bisschen. Ich müsste nur auf 1.000 plus kommen. Und das Kraftwerk kommt schon. Das würde ich mal... wo bauen wir das hin?
Ja, ich meine jetzt hier immer das Luxusviertel, das heißt da Kraftwerk. Oder hier so. Gleich mal auf die Insel kommen, zack, Atomkraftwerk. Ne, ich baue das einfach mal dahin, vielleicht reißen wir es auch später mal irgendwann wieder ab. Später gibt es ja noch andere Kraftwerksanlagen oder bin ich mir da gerade unsicher. Atomkraftwerk, geothermales, also das geothermische Kraftwerk, das werden wir später hauptsächlich verwenden. Aber jetzt mal zurzeit dieses Kraftwerk und da setze ich die Prio mal ein bisschen hoch, damit wir hier Strom ins Netz bekommen. Und ich habe 7000, 12000, Alter, was ist da los? Was ist da los? Was soll ich gleich mal so verschwenderisch sein und... Wozu haben wir denn viel zu viel? Also ich mache jetzt mal ganz kurz Pause und guck, was hier exportiert worden ist. Wo steht das nochmal? Fragezeichen? Nee. Das muss doch hier irgendwo stehen, was das Ganze... Ja, genau. Zigarren, Stoff, Eisen, Rum. Okay, der exportiert also keine anderen Rohstoffe mehr. Das bedeutet, ey, wir können hier noch irgendwelche Plantagen bauen. Und zwar keine Farm, sondern eine Plantage. Ich baue mal noch ein bisschen... Ich glaube, Tabak, also... Ist auch ein super Gebiet für Tabakanbau. So, und vielleicht gleich noch eine Tabakplantage hier dran. So, haben wir wieder zwei neue Plantagen. Und zwei neue Plantagen sollten normalerweise reichen, um eine Fabrik zufriedenzustellen. Und bevor das hier irgendwie weiterschreitet mit der Zeit, baue ich hier nochmal schnell eine Zigarrenfabrik. Alter, das sieht hier aus. Boah, ich würde die noch so gern dahin machen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, meine Freunde. Möglichkeit 1, ich reiß hier alles ab. Komm schon. Hey, du Kackstraße. Okay. Möglichkeit 1 hat sich gerade erledigt, weil die Straße nicht weg will. Möglichkeit 2, ich baue die hier hin. Möglichkeit 3, wisst ihr was, ich baue die einfach mal. Ich baue einfach hier eine neue Reihe hin. Vielleicht nicht ganz so weit weg, sondern hier. Da, 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 da. Ich glaube, so ist das ganz cool. So, dann kann ich immer wieder auf Pause tun. Ah, seid ihr auf Pause, auf Play? So, dann machen wir natürlich auch ein bisschen die Baupriorität hoch. Ich weiß, das hat nicht viel Sinn, alle diese ganzen Bauprios auf hoch zu tun. So, und wir haben wieder minus 8000. Ach du Scheiße. Also hört sich gerade die Musik nur bei mir so komisch an, oder? Die klingt ein bisschen dumpf gerade vom Sound her. Muss ich mir nachher mal anhören. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Wenn nicht, tut es mir leid. Alter, warum wird die nicht gebaut? Ey, Jungen, warum war die nicht? Aber das sieht schon mega geil aus. Ich hier noch ein bisschen so ein Palast nach vor so. Oh. Und dann vielleicht so hier mal durch die Straße, also... Tropico wächst und das gefällt mir, wenn es wächst. Ne, sieht geil aus. Gefällt mir ganz gut. Nur die Musik im Hintergrund gefällt mir gerade nicht so gut. Und ich glaube, ich brauche auf Dauer mal mehr Baubüros, denn 38%, was haben wir da, 0%, eieieiei. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente! Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Eieiei, die Rebellen haben uns durch einen mutigen, taktischen Einsatz geschafft, ihre Politaris zu verhandeln. Oh, das ist gar nicht die Politaris zu verhandeln. Naja, von Tag zu Tag werden sie aggressiver. Wir sollten etwas unternehmen, bevor sie angreifen. Effekt, rechnen sie mit größeren Rebellenaktionen gegen ihr Regime. Oh no, unser Regime. Solange die Bedrohung durch die Rebellen nicht verringert wird. Präsidente, was wir jetzt entdeckt haben, ist so gut. Ach was, es ist besser als alles, was wir je entdeckt haben. Ja, wir haben geschnittenes Brot freigeschalten. Jetzt müssen sich unsere Tropikaner nicht mehr das Brot selber schneiden, sondern können es kaufen. Und für den Supermarkt brauchen wir sowieso Strom. Das ist ganz gut, dass ich das Kraftwerk jetzt gebaut habe. Ich gucke sowieso mal, was wir hier gerade in der Forschung haben. Als nächstes könnte ich eigentlich
Was, das Rad? Wir haben noch nicht das Rad erforscht. Ja, ich erforsche jetzt mal das Atomkraftwerk. Häufigere Änderung der Verfassung und das Rad. Einfach, weil ich es kann. Und was ist denn hier? Wohnqualität 8. Ist das gut, oder? Was haben wir hier zum Beispiel für eine Wohnqualität? Hier haben wir Wohnqualität... Hä? Ah, 100. Okay. Also 8 ist dann doch nicht so geil. Ich dachte, das geht bis 10 oder so. Und wir haben 23 neue Tropicana bekommen. Und wir kriegen gerade wieder Fat Money. Wir haben schon wieder 200 plus, 4000 plus. Läuft doch. Alter, was ist da los? Das guckt sich ja niemand an, so in der Geschwindigkeit, wie die bauen. So, hier kommt jetzt auf jeden Fall noch irgendwo ein Transportbüro hin. Vielleicht am besten gleich dahin so. Und ein Baubüro. Ja. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen verschwendend. Ne, ich bin nicht verschwenderisch. Ich lasse das doch lieber mal ganz normal bauen. Denn ich habe zurzeit nicht so viel Geld. Letztes Jahr verhungerten 19 Menschen. Was? Oh, einen kleinen Laden wollte ich noch bauen. Kleiner Laden, wo bist du? Gemeinwohl. Das sieht doch mal gut aus. Kleiner Laden, wo haben wir sowas denn noch nicht? Hier in der Nähe eigentlich. Hier haben wir einen... Ich baue den jetzt einfach mal... da so hin. Und zwei wunderschöne Palmen. Und hier kommen die ganzen neuen Bürger. Man sieht hier, das ist eine militärisch korrekte Insel, denn die laufen hier alle im Gleichschritt auf die Insel. So stellt sich Adolfo das vor, seine neuen Bürger, seine gebildeten Bürger. Und ich hoffe, die werden nicht von deinem Bus überfahren oder von einem Lastwagen. Und zwei Ausreißer. No, 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 oh, ei, ei, ei. Das ist nochmal gut gegangen. Ach du Scheiße. Die Autos hier, die fahren durch die Menschen, als wären sie Ameisen. Oder keine Ahnung, irgendetwas. Und ich sehe da schon einen Kühlturm von unserem Kraftwerk. 96%, oh yeah. Dim, dim, dim. So, wie geht's eigentlich unseren Farmen hier? Wir haben hier nur... Eieiei. Profit bis heute minus 1000. Alter, 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 was ist denn da los? Minus 93 Arbeiter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist bei allen Farmen der Fall. Eins, zwei, eins. Eieiei. Ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie verbessern kann. Kann ich die eigentlich schon aufrüsten, die Dinger, oder noch nicht? Alle Farmen modernisieren. Ich glaube, das werde ich dann mal machen. Ich weiß, ein Mastbetrieb ist jetzt nicht wirklich was Schönes und ich brauche auch Mais dazu, damit ich die Tiere durchfüttern kann. Aber was soll's? Ich kann hier nicht einfach... Die Farm mit einer Effizienz von... Was hat die gerade gehabt? Minus... Minus 94, Alter, was ist da los? Nee, das geht nicht. Ja, und wir haben ein Kraftwerk. Und wir haben überhaupt keinen Strom. Und warum nicht? Oh. Oh nö, das ist ja kein Atomkraftwerk, scheiße. Normalerweise hätte ich hier ja... Irgendwo muss das stehen. Nutzt Erdgas statt Kohle. Erhöht die Arbeiterqualität manchmal ganz kurz. Und Umweltschutz kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich sollte eigentlich jetzt mal ein bisschen Kohle kaufen. Dazu gehe ich jetzt mal hier hin. Ich gehe auf Handel. Nahrung, andere Bergbau, Holzwirtschaft. Das sieht doch mal ganz gut aus und ich will hier jetzt Kohle importieren. Ja, ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde hier einfach mal die Schiffe so hin und her fahren lassen. Damit wir ein bisschen Kohle besorgen können. Und in der Zwischenzeit baue ich mal ein paar Maisplantagen. Wo haben wir denn die? Plantage? Mais. Wo ist hier guter Maisanbau? Ich will eigentlich nicht so weit wegbauen. Aber anscheinend muss ich das.
hier baue ich mal so hin. So, und jetzt kommt auch hier gleich mal direkt die Plantage hinterher. Ich glaube, ab hier ist das Ganze vertretbar. Ich glaube, wenn ich Shift gedrückt halte, ja genau, kann ich hier gleich mehrere bauen. Denn ich werde pro Maisfeld, also was rede ich, pro Maisfeld. Pro dieser Farm hier werde ich, glaube ich, ein Maisfeld brauchen. Oder zumindest für zwei Farmen ein Maisfeld, damit das Ganze sich auch irgendwie rentiert. So, ich stelle mal überall die Prio mal auf hoch. Bald sollten wir Kohle bekommen, denn wir haben hier irgendwie nirgends Kohle. Effizienz 100, ja, aber ohne Kohle. Produzieren Strom und Kohle des Erdgas. Kunden mit größerem Budget werden bevorzugt bedient. Okay. Wann kommt unser Handelsschiff? Und ich sehe nirgendwo ein Handelsschiff. Scheiße. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Oh Gott, die Rebellen greifen an. Sie wollen ihren Kopf. Ich habe den Typen vom Drucker gesagt, dass ihre neuen Wahlplakate wie Fahndungsplakate aussehen. Aber auf mich hört er keiner. Ja, die Rebellen greifen jetzt an. Das ist ganz schlecht und wisst ihr was? Ich sage euch mal, das geht hier in der nächsten Folge weiter, wie der Kampf hier ausgeht. Denn ich gucke jetzt mal ganz kurz, was mit dem Sound los ist. Bei mir im Headset hört sich der ganz dumpf an. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Und alter Musik, ich rede hier gerade. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder. Bis dann, euer Rotax. Ciao.